Kapitel 19. Wie du viral gehst. Die Macht der Mund-zu-Mund-Propaganda. Was meine ich mit viral gehen? Wir kennen diesen Begriff von YouTube-Videos, Facebook-Posts etc. Mit viral gehen meint man, dass Dinge eine so große Zustimmung bekommen, dass sie sich scheinbar von selbst wie Viren fortpflanzen und ein exponentielles Wachstum bekommen. Wie ich wieder einmal lernen musste, passiert nichts zufällig auf dieser Welt. Erinnere dich an den Abschnitt, alles ist Ursache-Wirkung. Wäre es nicht schön, wenn mehr Dinge viral wären? Zum Beispiel dein Freundeskreis, deine Geschäftspartner, dein Einkommen und deine Umsätze, dein Purpose, sofern du ihn schon gefunden hast, etc. Warum Leute Empfehlungen geben? Ich war lange Zeit der Meinung, dass der Grund, warum ich geschäftlich oder privat weiterempfohlen wurde, der wäre, dass die Leute mit mir und meiner Leistung zufrieden wären. Wie ich jetzt weiß, ist das leider inkorrekt. Zufriedenheit ist die Grundvoraussetzung, aber es motiviert keinen Menschen dazu, dich zu empfehlen oder deine Message weiterzutragen. Was ist also der geheime Schlüssel zur Viralität? Sehen wir uns doch einmal Apple an. Die ganze Welt ist sich darin einig, dass Apple perfektes Marketing mache. Wenn ich dann einmal gegenfrage, ja gut, aber was machen die denn genau? Und siehst du viel Werbung von denen? Dann bekommt man normalerweise ein nachdenkliches Gesicht. So war es auch lange Zeit bei mir. Irgendwann kam ich schließlich dahinter. Der wirkliche Schlüssel, warum Leute anfingen, etwas weiterzutragen, lag in deren Motivation. Leute empfehlen Dinge und Menschen, von denen sie denken, dass durch die Empfehlung der eigene soziale Status angehoben wird. Was ist damit gemeint? Schauen wir es uns dazu erst einmal negativ an. Warum geben Kunden ihren Versicherungsberatern so ungern Empfehlungen? Weil sie fürchten, dass wenn der Versicherungsberater, mit dem sie selber total zufrieden sind, bei ihren Freunden und Bekannten anruft, sich das auf den eigenen Ruf und das Ansehen bei den Freunden negativ auswirken könnte. Wie man das triggert. Umgekehrt baut Apple ganz absichtlich in seine Produkte spektakuläre Gadgets, also Eigenschaften und Dinge ein, die dafür sorgen, dass der Besitzer des neuesten iPhones von seinen Freunden ein "Boah, ist das cool" zurückbekommt. Er sieht sich also in seinem Status erhöht und macht weiter damit, es herumzuzeigen. Denn Menschen lieben es, positives Feedback für ihre Aussagen zu bekommen. Möchtest du also, dass du oder deine Tätigkeit viral gehen, musst du eigentlich nur eine Sache sicherstellen. Sorge dafür, dass die Leute, die dich weiterempfehlen, von dem Empfänger der Empfehlung, also deren Freund, ein "Hey, boah, danke" Feedback zurückbekommen. Also der Empfehlungsnehmer sagt zum Empfehlungsgeber, hey, danke, dass du den Fischer oder wen auch immer empfohlen hast. Da gibt es natürlich hunderte von Möglichkeiten, wie man das tun kann. Ich habe mich in einigen meiner Videos intensiver damit auseinandergesetzt. Ich führe das in diesem Buch deshalb auf, damit du verstehst, wie wichtig der Faktor Manieren, Kinderstube, Benehmen ist. Ebenso wie es wichtig ist, dass du mit deiner Dienstleistung und deinen Aktionen das Ziel verfolgst, Leute wirklich zu Fans zu machen. Und sie werden immer stärkere Fans, wenn sie extrem positive Rückkopplungen bekommen, weil sie dich weiterempfohlen haben. Und auch hier siehst du wieder, dass auch scheinbar zufällige Dinge nicht zufällig sind. Wir sind uns aber auch einig, dass das schwer zu erreichen ist, wenn das, was du tust, nicht wirklich dein Purpose ist. Virale Videos aus YouTube. Ein guter Freund, mit dem ich mich oft austausche, ist, wie ich vorher schon erwähnte, Alex Christiani. Er hat virale Videos auf YouTube analysiert und kam darauf, dass es immer drei Komponenten gibt. Erstens, die Person ist ein wenig ein Freak, hebt sich also von Normalbürgern ab. Zweitens, der Freak bricht die Regeln. Er bricht unnötige, schlechte und veraltete Regeln. Drittens, durch den Freak als Pionier und Regelbrecher besteht die Möglichkeit oder Hoffnung, dass sich an Missständen in der Gesellschaft etwas ändert. Und natürlich geben solche Videos auch positives Feedback für den Empfehlungsgeber. Teste dein Verstehen. Was ist der wahre Grund, warum Leute dich weiterempfehlen? Wie kannst du das triggern
und dabei gerade auch die Regel Under Promise Over Deliver anwenden.